Hallo und Gesang zu einem neuen Notizblock. Heute zu Port Royal 3. Etwas ungewöhnlich auf den ersten Blick, aber auf den zweiten dann doch nicht, weil für Port Royal 3 gibt es einen DLC. Den ersten DLC, das ist der Harbormaster, der Hafenmeister. Und der bringt gegen ein bisschen Geld ein paar Neuerungen ins Spiel. Und welche, die wollen wir uns anschauen in diesem kurzen Video. Und weil jemand mich letztlich gefragt hat, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Notizblock und Checkliste? Ganz einfach. Die Länge vom Video, alles was so 5 bis 10, eventuell 12 Minuten ist oder 15 vielleicht noch, ist ein Notizblock. Alles was 25 und länger ist, das ist eine Checkliste. Und ja, weil der DLC für Port Royal jetzt nicht übermäßig umfangreich ist, tut es ein kurzes Video, darum mache ich einen Notizblock. Und ich bin hier, für alle die es nicht wissen, die das Port Royal 3 Let's Play nicht gesehen haben, in meinem Speicherstand aus dem Let's Play. Und zwar habe ich ein bisschen vorgespult, um etwas Geld zu sammeln, weil für den DLC braucht man nicht im echten Leben Geld, sondern auch im Spiel. Und ich gehe direkt nach Cayman, das ist nämlich die Stadt, die unter meiner Verwaltung steht. Und warum ist das wichtig? Weil die meisten Neuerungen sind neue Gebäude und die kann man nur dann bauen, wenn man die Verwaltung der Stadt hat. Gehen wir mal gleich zum Baumeister und schauen uns an, was neu ist. Nummer 1. Die Schiffswerft nicht zu verwechseln mit der kleinen und der großen Werft. Das ist wirklich was Neues. Da heißt es auch, die große Werft kann zu einer Schiffswerft ausgebaut werden. Das heißt, ich habe jetzt hier schon eine große Werft und die baue ich jetzt in dem Fall eben aus zu einer Schiffswerft. Das machen wir mal. Kostet natürlich eine Menge und braucht eine Menge Baumaterialien, soll uns aber nicht stören. Die sind hoffentlich vorhanden, falls nicht, spulen wir einfach ein bisschen vor, bis die fertig ist. Ja, die Baumaterialien sind nicht vorhanden, ich weiß auch warum, aber wohl. Doch, alles schon fertig, dann schauen wir gleich rein, weil hier können wir jetzt neben Schiffen kaufen und verkaufen, sowie reparieren, jetzt auch Bauaufträge erteilen und alle Schiffe, die es im Spiel gibt, direkt per Auftrag kaufen. Braucht man natürlich das entsprechende Material und das entsprechende Budget, aber hier sind wirklich alle drin, die es im Spiel gibt. Die kann man alle direkt kaufen, beziehungsweise in Auftrag geben. Dann weitere Gebäude. Die Feuerwache, die ist neu, ganz praktisch, verhindert Brände, weil es kann ja durchaus in der Siedlung auch mal brennen, beziehungsweise verhindert die Ausbreitung von Bränden. Dann haben wir ein Armenhaus, da steht es eh auf ihrer Suche. Nach Arbeitsplätzen verteilen sich Siedler üblicherweise auf verschiedenen Städte. Durch das Armenhaus wird eine Stadt für Siedler deutlich attraktiver. Also sprich, es kommen mehr Siedler in die Stadt. Das Freudenhaus, das ist auch neu. Das ist für Schurken und Piraten, beziehungsweise um Schurken und Piraten, wie sie heißt, von ihren üblichen Machenschaften abzulenken. Also Folge daraus, die Konvois werden seltener von Piraten angegriffen. Dann haben wir die Botschaft, auch was Nettes. Hier kann man nämlich mit den Schatzflotten von fremden Nationen Geschäfte machen. Die laufen dann direkt unsere Stadt hier an und kaufen Kolonialwaren. Das ist sehr toll, wie ich finde, und entladen direkt Siedler aus Europa. Also man wird hier wirklich zu einer vollwertigen Hauptstadt durch die Botschaft. Zumindest was die Funktion angeht. Der große Brunnen, der ist gegen Dürre, beziehungsweise um Dürre ein bisschen zu verzögern. Also wenn es ein paar Tage trocken ist und man hat den großen Brunnen, kann es unter Umständen sein, dass man hier eine Dürre übersteht, beziehungsweise keine Dürre eintritt. Dann haben wir die Parkanlage ab Städten von einer Einwohnerzahl von 5000, wie es hier heißt. Und ja, vorausgesetzt, man hat den Wohlstand, den Status Wohlstand oder mehr, wird die Zufriedenheit von der Stadt erhöht, in der die Parkanlage steht. Und dann haben wir noch eine Menge Deko. Das wären Statuen und Bäume und Pflanzen. Und wenn man da eins auswählt, kann man da oben noch durchscrollen durch die verschiedenen Statuen, die hier zur Verfügung stehen, beziehungsweise natürlich durch die verschiedenen Bäume und Pflanzen. Die kosten auch was, Geld und Baumaterialien. Und mit denen kann man, und ich habe es hier schon mal angedeutet, in einem plumpen Versuch probieren, so Parkanlagen zu bauen. Also ich habe das hier mal so ein bisschen angedeutet, nennen wir es mal so. Also hier weicht zum Teil die Vegetation, zum Teil weicht sie nicht. Aber naja, ist ganz nett, kann man ein bisschen dekorieren. Und was haben wir noch?
fehlt noch was genau. Passt auf. Nämlich, einmal ganz zurück. Straßenpflaster. Da kann man die Stadt jetzt neu bepflastern. In verschiedensten Farben, beziehungsweise in verschiedensten Materialien. Einmal so oder einmal so. Kostet natürlich auch eine Menge. Und in dem Fall heißt es, Bauwaren fehlen. Also die ganzen Sachen kann man auch nur dann machen, wenn die Waren direkt vorhanden sind. Also die ganzen Sachen heißt, die Dekoration und das Straßenpflaster kann man nur machen, wenn das alles vorhanden ist an Materialien, was man braucht. Das wäre einmal zu den neuen Gebäuden. Abreißen kann man natürlich auch. Für das ist hier der Spaten zuständig. Einfach direkt auf irgendeine Sache drauf und weg ist das Ding. Was haben wir dann noch? Die nächste Neuerung betrifft den Stadtpalast. Da haben wir zwei neue Funktionen. Erstens mal den Pirater, der einen sagt, ja, ob man eventuell irgendwas in der Stadt produzieren sollte, spricht eben Produktionsempfehlungen aus. Im Moment hat er keine für uns. Und Verteidigung ist auch neu, wo man selber ein bisschen die Kontrolle darüber hat, wie der Ausbau der Verteidigungsanlagen der Stadt ausschauen soll. Kann man quasi aufleveln auf eine nächste Stufe, hier in dem Fall zum Beispiel von 1200 auf 1600 Verteidigungspunkte und von 300 auf 400 Soldaten. Kostet eine Menge Geld und braucht natürlich auch eine Menge Materialien. Die Geldmenge richtet sich natürlich auch danach, was man alles kaufen muss an Materialien. Und das Ganze schlägt sich dann nicht nur spieltechnisch nieder, sondern auch optisch. Ich habe es jetzt selber zwar nicht probiert, aber mir die Screenshots angeschaut. Und wenn man jetzt weitere Stufen ausbaut, kommen nach und nach so Dinge dazu, wie zum Beispiel eine Stadtmauer, wie weitere Verteidigungstürme. Und ich glaube, ich habe sogar auch ein Fort entdeckt. Ich glaube, dann sind wir mehr oder weniger durch, was zumindest den DLC angeht. Was noch dazu kommt, ist, es gab auch einen neuen Patch mit einer Menge Balancing-Anpassungen und einer kleinen netten Funktion, die allerdings noch ein bisschen verbuggt ist. Das ist, wenn man die Alt-Taste drückt, sieht man hier direkt eingeblendet die ganzen Handelsrouten. Und kann direkt, wenn man sie denn erwischt, weil wie gesagt, das ist ein bisschen eigenwillig, direkt die Handelsroute auswählen und sich das Ganze anschauen, spart man sich einen schönen Umweg über die ganzen Untermenüs. Also auch ganz praktisch, ist aber wie gesagt Teil vom Patch und nicht vom DLC, ist allerdings zur selben Zeit erschienen. Naja, sonstige Infos zum DLC. Kostenpunkt 4,99 Euro gibt es, glaube ich, so ziemlich überall, sprich, wenn man Port Royal über Steam gekauft hat, entsprechend auf Steam. Sonst die ganz normale CD-Version, da bekommt man das über den Calypso Launcher bzw. über den Calypso Store. Und soweit ich das weiß, gibt es auch, aber da bitte mich nicht drauf festnageln, für die Konsolen. Wie man allerdings da dazu kommt, das müsst ihr die Konsolenspieler fragen. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es für die Konsolen erst rauskommt. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Informationsdefizit. Nichtsdestotrotz soll jeder für sich selber entscheiden, ob ihm der DLC die 5 Euro wert sind. Ich habe es mir sowieso geleistet, einfach um es herzeigen zu können. Und naja, es macht durchaus Laune drauf, ein bisschen weiterzuspielen, wenn man einen gewissen fortgeschrittenen Status hat. Sprich, wenn man jetzt schon eine Stadt besitzt oder ähnliches, einfach um die nochmal weiter auszubauen, weiter aufzuwerten, sich selber Schiffe bauen, auch ganz interessant. Und die Verteidigungsanlagen auch ganz nett. Also ja, bin ich mal zufrieden. Und ob die DLCs ihr Geld wert sind, da gehen die Meinungen sowieso sehr stark auseinander. Und eben, wie gesagt, soll jeder für sich selber entscheiden. Ich bin mal halbwegs zufrieden. Dann, also nicht ganz, weil viele werden jetzt sicher fragen, wie schaut's aus mit Port Royal 3 Let's Play? Geht es da irgendwann weiter? Ich würde sagen, ja, möchte ich auf jeden Fall machen. Nicht zuletzt jetzt, weil der DLC da ist und weil auch weitere DLCs folgen werden, wurden angekündigt, ich weiß zwar noch nicht genau was, aber da wird noch was kommen und ich denke, spätestens wenn der nächste oder übernächste kommt, werden wir da auf jeden Fall ein Let's Play anstarten, in der Hoffnung, dass einer der kommenden DLCs auch irgendwelche neuen Missionen enthält, werden wir das sicher machen und falls nicht, dann gegebenenfalls hier dieses Spiel, wollte ich ja überführen in ein Endlos mit höherem Schwierigkeitsgrad, nicht zuletzt das wäre dann ein Grund, da mal wieder weiterzumachen, brauche ich allerdings einen freien Slot auf dem Kanal, der ist momentan nicht vorhanden, aber in absehbarer Zeit können wir das sicher mal weiterspielen. Dann, jetzt aber wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vielen Dank und baba.